Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2019. Auf der Map Estancia La Pacho und der XL Farm. Und ich fahre mal gerade hier ein bisschen vollgasmäßig durch die Gegend. Weil ich habe mich dazu entschlossen, wir werden uns noch ein Feld kaufen. Hatte ich ja in der letzten Folge schon überlegt. Und jetzt habe ich mir schon einen kleinen Kredit wieder gegeben. Beziehungsweise ich habe mir einen Kredit genommen. Müssen wir natürlich auch irgendwann mal zurückbezahlen. Aber jetzt werden wir erstmal Feld 7 uns kaufen, abernten und dann hoffentlich die ersten Moneten verdienen. Also Großmoneten verdienen. Weil wenn ich es recht weiß, ist dieses Feld auch schon auf Erntereife 3. So, gucken wir gleich mal. So, abhängen. Und ran an die an das Schneidwerk. Also, zuklappen müssen wir es natürlich auch noch. So. Ich würde jetzt sagen, warte mal, hier Motor aus. Gucken wir erst nochmal. Ja, Erntereife 3 ist supi. Und es kostet 285.000. Das können wir uns gerade leisten. Ich habe den Kredit extra nicht größer gemacht. Das heißt, wir haben jetzt noch 282 Euronen. So. Und ich denke, ich werde hier auch einfach mal einen Helfer starten. Dann können wir uns nämlich hier um die Aussaat kümmern. Das wollte ich letztes Mal auch schon angehen. Nee, die Maschine habe ich, glaube ich, nach der Folge hier hingestellt. Hier unser New Holland, was ist denn das? T9? T9, ja. Also ein richtig mächtiges Teil. Gefällt mir eigentlich nicht so, weil es ein Knicklenker ist. Aber ich dachte jetzt, probieren wir das einfach mal aus. Warte mal, Ölrettich wollen wir nicht. Hä? Wo kann ich denn die Saat auswählen? Ah, nur wenn es aus ist wahrscheinlich. Hafer hat man, glaube ich, angedacht, dass wir das hier säen. Und dann machen wir das einfach mal. So. Hafer brauchen wir nämlich früher oder später für unsere Ranch, das heißt unsere Pferde. Heute geben wir mal so richtig Gas, was die Landwirtschaft angeht. Forstwirtschaft brauchen wir ja im Moment gar nicht. Wir haben so genug zu tun. Also das Coole an dem T9 ist einfach der Wendekreis. Also der Wendekreis ist übelst. Deshalb dachte ich auch, der ist hier ziemlich gut zu gebrauchen. Jetzt lass mal ein bisschen was stehen, das ist nicht so toll. Der lenkt so krass ein.
Aber wenn der Rest vom Feld passt, dann ist es auch in Ordnung. So, warte mal. Ja. Vor allem ist das Teil hier auch richtig durchzugstark. Ups. Also mit Teil meine ich natürlich den Traktor hier. Ja, falsche Richtung. Jetzt sieht hier wirklich mit 18 km/h. Warum schaffe ich es nicht, da richtig dran zu fahren? Irgendwie fahre ich hier den totalen Murks. Also so ineffektiv haben wir noch nie hier ein Feld bepflanzt. Das ist ein Onboard. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Ich sehe halt nichts. Das ist ein bisschen doof. immer überall Hindernisse. So, was wir gleich auch natürlich machen müssen, ist den LKW leeren. Weil im LKW müsste noch Weizen drin sein. Wir brauchen ja gleich ein Fahrzeug, womit wir den Raps hinten abfahren können. Natürlich habe ich den Landschaftsgarten auch noch nicht vergessen. Den werden wir noch ordern. Der muss ja einfach noch ein bisschen unsere Ranch verschönern. Aber im Moment haben wir dafür noch weder Zeit noch Geld. Von dem her müssen wir damit einfach noch ein bisschen Geduld haben. Das war sogar gut, oder? Hat super geklappt, das Wendemanöver. Werden wir gleich nochmal probieren. Sparen wir uns Zeit. So, wir könnten auch mal kurz hier Tempomat an. Ich würde nämlich gern wissen. Einmal gedüngt ist das hier. Okay. Ich hatte gedacht, vielleicht haben wir hier dann schon gleich zwei Düngestufen drauf. Aber so ist es nicht. Fast voller Korntank. Okay, das kriegen wir hin. Muss halt kurz ein Minütchen warten hinten, der Drescher. Steht wahrscheinlich sowieso in die falsche Richtung. So, aber dann ist der Hafer schon mal angepflanzt. Wird das sowieso eine Weile dauern, bis der erntereif ist. Wobei, wir haben Pflanzenwachstum schnell an. Also es könnte auch flott gehen. Schauen wir mal. Ich würde jetzt gern hier einfach nochmal drüber fahren, weil da habe ich doch relativ viel stehen lassen. Und ich muss sagen, der Saatgut- und Düngerverbrauch ist ja im LS19 relativ human. Also das war im 17er und denke ich anders. Da hat man irgendwie viel mehr von dem Zeug verbraten. So, ich werde jetzt aber denke ich auch den hier gleich mal hinterstellen zum neuen Feld, weil brauchen wir ja bald. Morgen, übermorgen. Brauchen wir den da. Also übermorgen muss ich mal gucken, ob Samstag, Sonntag eine Folge kommt. Schreibt es da einfach mal in die Kommentare. Und dann werde ich mir das überlegen. So, Drescher
Ja, ist jetzt 100% voll. Dann werde ich den gleich mal abtankbereit hinstellen. So, genau, da ist noch Weizen drin. Ja, viel hat da nicht reingepasst. Weizen wegfahren und dann Raps tanken. So, der Krampe Bandit hier, der Anhänger, der Sattelauflieger, sieht gar nicht. Oh, da war. Oh Gott! Alter! Was war denn da los? Plötzlich so mega schnell. Der sieht gar nicht so groß aus, aber es gehen immerhin 48.000 Liter rein. Ist ja ein Mod, den ich hier drin habe. Das war die. Das Ladevolumen sozusagen sehen können, dass wir sehen können, dass uns angezeigt wird, was da geladen ist. Also, dass es hingeschrieben wird, sehen wir ja gleich. So. Es wird, glaube ich, sogar eine Prozentzahl angezeigt. Das lässt natürlich dann ein bisschen einfacher rechnen, für wie viele Ladungen das reicht. So, genau. Unten links sehen wir die Prozentzahl. 1, 2, 3. Und daneben steht auch noch Raps, dass wir genau wissen, was ist denn überhaupt Phase. Der Nullpunkt, diese Nullpunkt-Geschichte, die nervt mich ein bisschen. So, lass mal den Helfer gleich wieder starten. Ich werde mir in der Zwischenzeit den T9 schnappen und einen Pflug holen. Wobei ich gar nicht weiß, ob man das Feld hier überhaupt pflügen müssen. Ne, muss es gar nicht. Oder? Muss gepflügt werden? Ne, muss auch nicht. Okay. Dann holen wir uns... Wo ist denn der? Haben wir da Dünger drin? Ja, haben wir Dünger drin. Dann nehmen wir doch mal den Dünger hier. Wir haben keinen Dünger mehr. Wenn, dann müssen wir uns bald mal wieder welchen kaufen, ne? Können wir alles schon mal ein bisschen hochstellen. Steht auch schon alles parat, wenn wir es brauchen. Das wäre ganz von Vorteil. So, ich weiß, der eine oder andere wartet vielleicht auch schon wieder auf den Livestream. Da muss ich mal gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Vielleicht heute Abend. So. Ich glaube, wir fahren mal ein bisschen Drescher selbst. Warte mal, was haben wir? 10.000 kriegen wir hier raus. Ich muss jetzt ein bisschen schreien, ja, damit ihr mich auch hört. So, jetzt ist besser, aber...
ist übelst laut. Also muss ich wirklich ein bisschen näher ans Mikro gehen. So, dann absenken, anmachen. Tempomat. So, wir müssen 30.000 bringt uns eine Ladung im Drescher. Bisschen mehr, 33.000. Und wir kriegen hier 4 Ladungen, denke ich, raus. 4 mal 3 sind 120, 130.000, die wir damit verdienen. Das hört sich schon mal gut an. Damit haben wir die Hälfte vom Feld dann schon wieder bezahlt. Da nimmt er alles mit. Ajo. So, ich habe mich mit Absicht natürlich für dieses Feld hier entschieden. Damit wir einen hohen Gewinn machen. Ich hätte mich natürlich auch für irgendein Weizenfeld oder sowas entscheiden können. Aber da hätte man natürlich weniger Geld verdienen damit. Muss man gerade gucken, was die BGA kostet. 170. Die sollten wir uns nämlich eventuell auch kaufen. Und wir stellen einfach ein Silo hin. Ein Silo. Einen Platz haben wir. Hier haben wir locker Platz für ein Silo. Für ein Fahrsilo oder hier. Oder hier, nebendran. Werden wir mal gucken später. Ich hoffe, dass es noch in dieser Folge reicht. Ich hau euch jetzt mal eine kurze Timelapse rein, damit es hier einfach ein bisschen vorangeht. Drescher ist gleich fertig. Das heißt, wir haben in der Zwischenzeit, glaube ich, noch 2 oder 3 Mal abgetankt. Anhänger ist auch fast voll. Sieht super aus. Den werden wir auch gleich verkaufen, den Raps. Ich gucke noch mal, was im Silo drin ist. Das werden wir auch gleich mitnehmen. Und dann ist nämlich alles fertig. Also ich werde den Anhänger voll machen. Ich weiß, ich nehme mal an, dass wir gar nicht alles reinkriegen hier. Aber wir gucken mal. In der nächsten Folge werden wir hier düngen und anpflanzen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was das sein soll. Bis Sonntag. Sonntag gibt es dann die... Werde ich dann die Weihnachtsfolge aufnehmen, die 24. Dezember-Folge. Und dann werdet ihr sehen, was wir angepflanzt haben. Also wie gesagt, ihr bestimmt mit. Finde ich so ganz nice. Wenn das funktioniert, könnten wir das auch häufiger machen. So, jetzt gucken wir mal, was hier noch
reingeht. Nichts. Raps 11.000 Liter. Das geht sogar gar nicht alles rein. Und dann gucken wir mal, wir müssen zur Bäckerei, wo auch immer die sein mag. Transportfirma, Sägewerk, Silo, Bäckerei. Einmal über die Map und dann fahren wir jetzt links oder rechts rum? Fahren wir rechts rum, dann sehen wir nämlich auch gleich den Hafen. Würde ich jetzt sagen. Weil da, den haben wir ja natürlich auch noch nicht gesehen. Auch wenn linksrum wahrscheinlich ein bisschen schneller wäre. Das Führerhaus hier, das schwankt so krass. Fast mal die Straße neu machen. Aber schön auch mit dem Sonnenuntergang. Ich stelle mal die Zeit gerade wieder auf 1. Die hatte ich gerade mal kurz auf 5. Warum steht denn der Bahnübergang mitten auf der Straße? Was soll denn das? Dass einfach ein bisschen die Zeit auch vergeht. Sonst hängen wir da ewig an einem Tag rum. Das ist auch ein bisschen langweilig. Wobei wir die Nächte sehr wahrscheinlich überspringen werden, soweit wie es geht. So 20, 21 Uhr, denke ich. Ja, wahrscheinlich erst 20 Uhr. Vielleicht auch schon 19, ich weiß noch nicht. Alter, was ist denn da hinten für eine riesen Brücke? Jetzt müssen wir langsam mal ein bisschen Geschwindigkeit drosseln. ...50 innerorts, oder? So, unser erstes Einkommen werden wir jetzt haben. Ich will mal gerade den Hafen angucken. Ah, okay, hier kann man sogar wirklich... Kann man da... Können wir da einmal rumfahren? Bisschen schöner hinstellen. Wir brauchen ja auch ein schönes Thumbnail, oder nicht? So rum oder so rum? Mit Brücke im Hintergrund. So wäre doch nice, oder? Gucken wir mal. Gucken wir mal, ich habe noch ein anderes in der Auswahl. Ich weiß noch nicht, welches ich dann nehmen werde. Jetzt verkaufen wir erstmal schnell den Raps. Sonst wird er noch faul hier hinten im Kipper. Es sind aber riesige Straßen hier. Alter, nicht wahr? Hier müssen wir wirklich rückwärts einparken. Der ist ja auch cool. Gefällt mir. Mal ein bisschen Herausforderung hier. Sonst ist es immer so langweilig. Kannst du immer über die Trigger drüber fahren.
muss man schon ein bisschen mehr kurbeln. Im wahrsten Sinn des Wortes. So, jetzt sieht's aber gut aus. So, 159.113 Euro hat uns die ganze Geschichte gebracht. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Kapital. Warte, halt. Ich würde gerne hier rausfahren. Haben wir ein bisschen Kapital, das ist ganz gut. 180.000 hat man, glaube ich, gesagt, brauchen wir für die BGA. Die werden wir uns auch einfach kaufen dann. Mit der nächsten Ernte. Oder beziehungsweise, warte mal. Mal gucken, wenn ich schnell bin. Der Preis ist gleich geblieben. Ich werde jetzt noch den Restraps. Wir haben noch 10.000 ungefähr im Silo. Den werde ich auch noch gleich verkaufen. Und dann gucken wir mal, ob wir uns nächstes Mal schon die BGA leisten können. Die werden wir früher oder später auf jeden Fall brauchen. Ja, das habe ich mir gedacht. War ein bisschen arg flott hier. Mit 83 in der 90 Grad Kurve geht meistens schief. So, wie gesagt, also ich werde den Raps noch verkaufen und dann sehen wir uns am 24. Dezember wieder. Vielen Dank, dass ihr so fleißig meine Videos schaut und bis dahin. Ciao!